So, ihr habt gerade ein paar Sekunden nicht gesehen auf YouTube, aber es ist in Ordnung. Genau. Das Osmanische Reich greift Serbien an. Das heißt, es ist unsere Gelegenheit, die Osmanen anzugreifen, ohne Kriegsgrund und ihnen Konstantinopel abzunehmen, oder? Vielleicht auch nicht. Ah ja, fein, 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 fein. Piedmont. Ich brauche Piedmont? Gott, man braucht für das Königreich Gottes viel zu viel. Das ist ja echt nicht mehr feierlich. Okay, Mann Savoyen, wie kriege ich eine Personalunion mit dir? Ohne dass ich dich heirate. Oh, fuck. Seine Frau hat keinen Channel. Bist auf die Idee gekommen? Rumas Frau, genau. Wie sollte er auch sonst heißen? Ich meine, da kriegt man was draufsteht. So, wie geht es eigentlich mit Ideen? Oh, überall sehr weit voll. Sehr interessant. Hör auf, Frankreich. I hate you and your guts. Oh, billigere Armeen. Verlockend. Das kriege ich bei Innovation als nächstes. Weniger Kriegsmüdigkeit. Auch nicht ganz verkehrt. Für eine höhere Produktionseffizienz, was auch nicht ganz schlecht ist. Religiöse Unruhen in Trier. Will ich das oder? Nee, ich spare mal auf Kontoren, Spionagegebäude, dass ich da auch mal wieder ein bisschen vorwärts komme. Wie geht's uns technologisch so? Gar nicht mal so gut. Wir wurden ganz schön abgehängt wegen unseren ganzen Ideen. Breses? Kenne ich nicht. Ich glaube, dass seine Frau da gar nichts macht in der Richtung, ehrlich gesagt. Und nein, ich kann kein Wort Französisch. Ich kann Französisch minimalst lesen. Also, ich verstehe es nicht, aber ich von der Aussprache her ist es teilweise richtig. Das habe ich nämlich mal aus Spaß an der Freundin mit meiner Verlobten eine Zeit lang geübt, dass ich Französisch vorlesen kann. Ich habe kein Wort, verstehe kein Wort, aber ich kann es mehr oder minder korrekt vorlesen. Ist aber auch schon lange her, war aber sehr unterhaltsam. What? 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 Warum geht das? Wie können die den Thron von Aragorn erben? Die Personalunion hat 31 begonnen. Wow. Interessant. Ich glaube, ich schmeiße jetzt ein paar Leute aus dem Chat. Unter anderem zwei Moderatoren. Interessant. Ja, es geschieht mir recht. Ist gut. Das Spiel hasst mich, genau. Ich versuche das gerade zu verstehen. Ach so, die diplomatische Vereinigung. Ah, das ist möglich. Wenn ich banne? Keine Ahnung. Soll ich Französisch schreiben? Blackjack, Tiberiados, wegen dummen Witzen. Ah ja, aber die diplomatische Einigung habe ich nicht gedacht, das stimmt. Du hast mir viele Dinge gesagt, Black Shark. Ja. Du hast gesagt, ich soll das Land annehmen und ich habe gesagt, ich schaff's nicht. Es hilft mir viel, wenn du mir sagst, wenn ich es nicht kann. Natürlich wollte ich auch nicht, hätte es ja gern gemacht, aber ich war der Meinung, dass ich es nicht schaffe. Ich wiederhole mich. Wie gesagt, zeig mir ein Video, dass du es schaffst.
Wahrscheinlich schaffst du sogar wirklich, habe ich jetzt glaube ich nicht geschafft. Ich banne den ganzen Chat. Okay, das ist extrem schlecht. Ich höre meistens auf dich, lustigerweise. Dann banne ich Pico, bevor wenn du ihn bannst. So einfach ist das. Ja, 33. Naja, ist alles noch drin. Ich meine, Spanien. Spanien kann man besiegen, so ist das nicht. Ich muss halt vorher ein paar andere Dinge tun. Savoyen ist wieder Teil des Reiches, gell? Das ist natürlich wieder sehr unpraktisch. Wer Kaiser dazu seid? Österreich natürlich, wer auch sonst, gell? Spanien hat Korfu tatsächlich. Wir brauchen noch sehr, sehr viel für das göttliche Königreich. Dann ist aber auch, dass Cassin das erst jetzt gekriegt hat, gell? Wo ich schon fast auf 11 bin. Interessant, gell? Hört auf, Französisch zu schreiben, das verstehe ich nicht, dann kann ich nicht moderieren. Das ist... Im Ernst jetzt, aufhören. Ich will verstehen, was ihr schreibt, damit ich weiß, ob es Schwachsinn ist. Das meine ich vollkommen ernst. Das ist genauso wie... Kona kaufen? Wisst ihr nicht wie? Breit, Side of Life, nicht leid. Breit. Das heißt, ich glaube, meine Mission, eine Kolonie in der Ostküste. Wo ist laut deiner Meinung nach die Ostküste? Wenn nicht da. Gibt es die Ostküste überhaupt noch? Ostamerika? Wahrscheinlich geht es gar nicht mehr. Stimmt. Schwedisch ist genauso wie Französisch. Eigentlich noch schlimmer. Leute. Wollt ihr mich gerade provozieren? Mal ganz im Ernst? Es ist relativ schwer, mich zu provozieren. Aber ich habe überhaupt kein Problem, damit jemanden zu bannen. Habe ich schon gemacht. So ist das gar nicht. Fränkisch ist ein Dialekt. Könnt ihr auch schreiben, wenn ihr wollt. Und ja, ich habe das Latinum. Nicht das Große, weil das gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Die Unterscheidung zwischen Großem und Kleinem. Tatsächlich, theoretisch war es das Große. Tesla hat sich gerade seinen Timeout verdient. Gut gemacht. Ist ja nicht so, als ob ich zwei, dreimal gesagt hätte. Es war der Regionenkartenmodus. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wo er mir anzeigt, was die Ostküste sein soll. Ich denke schon, dass es dieser Modus hier ist. Ich weiß halt wirklich nicht. Ob es jetzt noch eine Ostküste gibt mit den neuen Regionen. Englisch geht auch. Ich verstehe nicht, warum es so schwer ist, sich auf Deutsch und Englisch zu beschränken, aber okay. Ich bin jetzt echt im Überlegen, ob ich die Mission abbreche oder nicht. Das ist der Regionenmodus. Kolonialregionen helfen mir da nichts. Die sehen so aus. Ich glaube echt, dass es keine Ostküste mehr gibt.
Aber vielleicht ist damit Ostamerika gemeint. Nordostamerika. Aber das ist halt theoretisch, was ist das? Die Ostküste, aber ich weiß es halt nicht. Ich lasse das Problem jetzt einfach mal für einen Moment aus, weil ich glaube, es muss ja nur angefangen werden. Der Verona ist mir gerade egal. Moment. Ah, okay. Wir wissen es. Gut. Wollte ich jetzt nur sicherstellen, nicht, dass ich eine Mission habe, die ich nicht mehr erfüllen kann. Das wäre jetzt ein bisschen unpraktisch. Es hat sich angeboten, aber man weiß es ja nicht. Was sie ändern und wie sie es ändern. Wobei hätten sie ja die ganzen Sachen umschreiben müssen. Das wäre viel zu viel Arbeit, gell? So, und wir haben ein Revoltenrisiko in Kalabrien und in Verona. Verona ist aber schon mal meine Kernprovinz geworden, oder? Nö, ist nie fertig geworden. Das habe ich nie angeschafft? Ah, Kalabrien. Okay, Verona ist meine Kernprovinz. Always schauen die. Sehr schön. Sehen Sie, wenn das Vatikans. Ja, das war so göttlich in Irland, wo halt die päpstlichen Galeeren mit ihren Rudern. Interessant. Im Ernst? Jahre nachdem ich das letzte Mal irgendwas annektiert habe, denkt sich so ein, ich könnte eine Koalition gegen dich gründen. Interessant, interessant. Habe ich aggressive Expansion gegen dich? Ja, ganze 47. Wow. Sweet. Sweet, sweet, sweet. Mantua hat erhöhte Kernprovinzen? Ah, italienische Aristokratie. Fein, fein, fein. Ja, manchmal hat EU4, es gibt zu einem solche Momente, die man nie wieder vergisst. Die das Leben bereichern, wie man es nie erwartet hat. Und ich kann am 1. März nicht mein Dings bezahlen. Sehr, sehr schlecht. Aber egal. Ah, wird schon wieder, wird schon wieder, wird schon wieder. Vor allem, wenn meine Kolonie fertig werden sollte. Was noch ein bisschen zieht. Leider Gottes. Da wäre jetzt natürlich die Provinz in der Ostküste gut, weil ich dann den Dings hätte. Den Kolonialenthusiasmus. Aber dann habe ich auch drei Kolonien. Und im Augenblick will ich eigentlich hauptsächlich mal, dass sich meine Kolonialregion gründet, meine erste. Weil ich halt das ganz gerne zeigen würde. Weil ich eigentlich dachte, ich komme da eher dazu. Aber durch die diversen Kriege, die wir geführt haben, haben wir natürlich auch sehr viel langsamer gespielt, als wir es sonst vielleicht tun würden. Papers, Please habe ich mir schon öfter mal überlegt. Ich bin 23. Fisch in Micmac. Schade eigentlich. Okay, wir haben den immer noch. Das ist selten. Keine Ahnung, was Frankreich gerade tut. Vielleicht kann ich sogar die Kontrolle. Vielleicht kann ich sogar meine Selbstkontrolle behalten. Hol dir was, please? Irgendwas mit Ponys wahrscheinlich. So, My Little Ponies habe ich aktuell die erste Staffel da, wenn dich das interessiert. Ich habe ihn gekriegt. In your face, Frankreich. In your face. What? Ja, ich weiß, die meisten unterhalten mich für älter. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Lustigerweise sowohl Leute, die mich persönlich kennen, als auch Leute, die mich nur hören. Die meisten halten mich älter. Habe ich kein Problem damit. Interessant. Britannien fängt an, mich zu hassen. Und zwar so richtig derbe. Welche Sprachen spricht die Community eigentlich so? Deutsch und Englisch. Das heißt nur 23. Ich habe mit
Ich war 19, als ich mein Abi beendet habe, war dann 20, 21, als ich mit der Ausbildung fertig war. Und dann habe ich ja nur ein Semester angefangen, bevor ich das abgebrochen habe, das erste Studium. Das hat sich ja sehr schnell rauskristallisiert, dass es nicht das Richtige war. Und Pony's Bliss, die Modifikation, habe ich lustigerweise sogar schon gesehen. Da gibt es ein Let's Play irgendwo auf YouTube von Pony's Bliss. Das habe ich schon gesehen. Ah ja. Hui, reiche Ernte, sehr schön. Guten Tag, Dr. Cool, Make the Dog Classic. Nur noch zwei Darlehen. Der Tag wird kommen, dann sind wir steuerfrei. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe eine Ausbildung zum Medienkaufmann gemacht. Es ist eine fancy Umschreibung für Verlagskaufmann. Kanäle und Werften. Sehr schön. Na, so gehört sich das. Fast so grün wie Frankreich. Dabei sind das Frösche. Gott, war der schlecht. Und zwar so richtig. Sei still, Firefox. Mantua ist zu Ende. Du bist uns nicht mehr gegenüber loyal. Spanien! Das ist Spanien. Verdammt. Oh, Dr. Cool mit Klassik, du bist zwar sehr spät dran. Ist dir das bewusst? Das ist mir wahrscheinlich egal. Es sind wieder ein paar Leute zurückgekommen, nebenbei bemerkt, während der Folge sozusagen. E-Book-Halter. Was ist mit E-Book-Halter? Bücherhalter? Nee, Bücherhalter ist was anderes. Irland hat die Hauptstadt in Amerika. Da gibt es keine Kolonien. Da müsste ich die Hauptstadt zurück nach Europa legen. Ja, mich interessiert Dayset nicht, wenn ich es ganz aussprechen soll. Nee, also ich Verlag, also Medienkaufmann, es war eigentlich schon so eine Art, danke Fire FTP, war eigentlich mehr oder minder eine Vorbereitung, auch eine Vorbedingung nebenbei merkt für das Buchwissenschaftsstudium, von dem ich eigentlich dachte, dass das was für mich wäre, aus diversen Gründen. Vielleicht hätte es auch durchaus funktionieren können. Ich habe dann meine Ausbildung gemacht. Meine Ausbildung war unspannend. Also ich habe während der Ausbildung schon gemerkt, dass ich mich da offenbar getäuscht habe. Ich bin nicht ganz sicher, wovon Black Shaka redet, aber wahrscheinlich habe ich dir irgendwas versaut. Das ist durchaus möglich. Eingeboren als Lüring Atikamitev. Sehr schön, das ist fast fertig. Das hat eigentlich eine ganz schön hohe. Warum habe ich eigentlich meine Truppen so schlecht organisiert? Rast, das ist ja eigentlich ziemlich ähnlich. Das habe ich mir durchaus auch mal überlegt, aber. Also, es klingt. Aus irgendeinem Grund finde ich, klingt spannender als Dayset, finde ich. Ich kann zwar nicht genau sagen, warum, aber. Ist jetzt auch nicht, wofür ich glaube ich aktiv Geld ausgeben müsste. Aber es klang eigentlich ganz interessant. Ui, Friesland ist wieder katholisch, hast du gut gemacht. Gut, das Frankreich. Rast ist schon ein bisschen anders, oder wahrscheinlich sogar sehr anders. Ich habe Bayern nicht gespielt, von daher kann ich es nicht sagen. Aber bei Rast war es ja glaube ich auch so, dass die Beta-Keys oder die Alpha-Keys oder was auch immer irgendwie teilweise für 100 Euro bei eBay über den Laden, über den Tisch gegangen sind. So ähnlich wie bei Test Online eigentlich fast schon. Ich könnte ein Bündnis mit Spanien eingehen, das ist auch interessant. Bündnis mit Spanien hat so ungefähr eigentlich nicht wirklich das, was ich will. Beim Augenblick ist es schon mindestens mal nicht verkehrt. Ich meine, Habe ich gerade Navarra ein Bündnis angeboten? Bin ich jetzt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Irgendwas ist da gerade verbuggt. Oh, Piccolino vertraut mir, gibt mir seinen Steam-Account. Ich fühle mich geehrt. Das ist ja durchaus etwas, was man anstellen kann. So ist das nicht. Warum kaufe ich mir eigentlich nie Stabilitätspunkte?
Das Lustige ist, dass das Bündnis mit Navarra sich ja sofort wieder aufgelöst hat aus dem Nicht. Ah, weil es Vasall von Spanien geworden ist. Wahrscheinlich diplomatisch sogar. Ah, jetzt hat Spanien, dachte ich es mir doch. Also irgendwas war da, glaube ich, gerade verbuggt. So, sehr schön. Spanien, Briten, wollt ihr wieder ein Bündnis wieder haben? Ich find's echt cool. Warum hasst ihr... Ich bin euer Rivale, im Ernst jetzt. Also was, die Briten zurzeit... Weil wir hier oben aneinander angrenzen. Okay, seht's ein. Ein Beispiel für uns alle, großer Führer. Ist der gerade ernsthaft großer Führer? Tatsächlich, er ist großer Führer. Oh Gott, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja. Ne, Truppen nach in Antikame irgendwas ist es ja recht friedlich. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, eigentlich eher selten. Deswegen habe ich es jetzt nach Micmac geschickt. So, es muss nur noch Micmac fertig werden. Dann wird es etwas. Ich will jetzt noch Dings schicken. Ich will jetzt noch hier. Ja, wir wissen, ich weiß immer noch nicht, wie ich es nennen soll. Brauchen wir eigentlich noch eine Abstimmung. Zeigt es ihnen, Jungs. Moral der Armee. Pause. Aztekenreich Meier ist in Ordnung. Neuer Kardinal für Österreich ist nicht in Ordnung. Verdient. Mit YouTube? Ja. Mit YouTube bin ich Partner bei GameStar. Das habe ich hauptsächlich. Ja, gut, das kann natürlich jeder sagen. Müsst ihr mir nicht unbedingt glauben, weil behaupten kann das natürlich jeder. Aber das habe ich eigentlich hauptsächlich aus rechtlichen Gründen gemacht. Also was heißt rechtlichen Gründen? Weil ich einfach gesehen habe, dass auf YouTube die Situation für YouTuber immer, für Let's Player immer schlechter wird. Und deswegen habe ich überhaupt angefangen, über Netzwerke nachzudenken. Vorher war das eigentlich für mich kein Thema. Und ich sollte mal Mantua annektieren. Und inzwischen ist es auch wirklich so, dass ich Geld mit YouTube verdiene, mit Twitch nicht. Wäre, glaube ich, möglich, wenn ich mit Turbo kaufe. Und ihr wollt mich in einen Krieg gegen Österreich ziehen. Gegen Österreich? Nö. Ja, Böhmen hasst mich, aber nö. Nö, nö, nö. Hat Tessel schon wieder Französisch geschrieben? Ja, schon wieder ein Kanal gekriegt. Den Kanälen haben wir gerade Glück. Also ich verdiene, zum einen habe ich noch kein Gehalt mit YouTube gekriegt, das ist das eine. Und zum anderen verdiene ich nicht wirklich viel mit YouTube, weil mein Kanal eigentlich noch sehr, sehr klein ist. Ich verdiene halt ein bisschen was, das ist auch alles noch. Also ich habe noch einen Nebenjob und trotz des Nebenjobs plus YouTube ist immer noch unter 450. Ich darf auch übrigens nicht sagen, wie viel. Das steht irgendwo bei YouTube, glaube ich, drin. Aber gut. Nee, heute 3 nicht. Also ich werde Hearts of Iron 2 vielleicht. Heute 3, nachdem ich Hearts of Iron 4 gekündigt werde ich mich nicht mehr in Hearts of Iron 3 einlesen, üben, wie auch immer. Will ich hier Nummer 12? Ja, will ich. Tschüss, Lauron. Da seht ihr gar nicht mehr einen Kolonialstaat. Wie könnt ihr das tun? Wir haben Benedikt den 13. Interessant. So. Mali ist verwestlicht. Sie haben es tatsächlich geschafft. Wie hammergeil ist das denn? Oh, das finde ich jetzt gerade cool. Es kann sein, dass du mir einen Namen über Skype geschickt hast, aber ich erinnere mich gerade nicht dran. Elf? Das werde ich nicht schaffen, Hum, tut mir leid. Das ist dann doch etwas übertrieben. Tertio.
Ja, verlieren, Reformbegehren. Verbrennt ihn, ich bin der Vatikan. Das kriegen wir Anspruch auf Savoyen. Oh. Interessant, interessant. Durchaus, durchaus. Oh, Grundkriegsum gegen Kanada. United Pope States. Nee. Sobald ich meinen Kolonialstaat habe, höre ich auf für heute mit EO4. Also mit diesem Vatikan-Stream hier. Dann können wir weiterschauen. Komm, ich habe Kriegsum gegen sie, verlassen sie die Koalition. Die Papstname, Papstname, heilig. Kirchenstadt hat wieder einen Anspruch auf Innu. Oh, ich will keine Stabilität verlieren. Ja, UPS. Es ist interessant, dass sie wirklich einen Paketservice UPS nennen, wenn man es mal ausspricht. Also ich habe mit UPS eigentlich auch wenig Probleme, außer dass man keine Generalvollmacht erstellen kann, dass sie Pakete in die Garage legen. Das muss man bei jedem Paket einzeln machen, wenn sie es eigentlich angetroffen haben. Das finde ich ein bisschen schade. Was ich sehr interessant finde, ist, dass UPS es geschafft hat, eine Sondererlaubnis in Deutschland zu kriegen, dafür, dass sie so Autos ohne Tür nutzen können, ohne Fahrertür. Ja, ich wurde zu einem Kreuzzug überredet. Gut zu wissen. Ja, vor lauter Hetze kriege ich irgendwie gerade gar nichts mehr mit. Weil ich nur noch hetzen will, um meinen Papststaat zu sehen. Da, Umbrisch, Kanada. Wer ist unser aktueller Papst? Kanada, Benediktus. Oder Benediktus Kanada. Ah, Benediktus Kanada. Obwohl Kanada Benediktus ist ja eigentlich bei der U-Deklination Benediktus. Benediktus muss man es ansprechen. U-Deklination. Der Genitiv, oder? Latein ist lange her. Jetzt haben wir auch keinen Kriegsmittel mehr gegen die Briten. Und die Briten kriegen wahrscheinlich trotzdem Kanada zusammen, wenn sie es drauf anlegen. Ja, sie müssen nur noch das hier oben kolonialisieren und dann haben sie auch schon eins. Oh, dann sind da nur drei Schriftzüge, wie hammergeil. Oh, wow. Ah, okay. Dann mache ich euch auf für heute. War unterhaltsam. Großenteils hat auch alles wunderbar funktioniert, vor allem das Internet war total stabil. Hält mir früh das nächste Mal. Wäre das nächste Mal achte ich drauf, dass ich nicht in 84p, sondern in 540 streame. Und ja. Genau. Übelst hässlich, da hast du recht, Tiberianus. Bis zum nächsten Mal. Sei viel Freude. Servus.